Alle reden über das Recht. Aber was ist Recht? Eine Definition lautet wie folgt: Gesamtheit allgemeiner, staatlich sanktionierter Normen, die hierarchisch geordnet sind und menschliches Verhalten anleiten, fördern und begrenzen. Es regelt nur das äußere Verhalten, nicht die Gesinnung. Seine Einhaltung fordert Legalität, nicht Moralität. Da waren jetzt einige Begriffe. Die gilt es zu klären. Legalität. Vom Lateinischen legalis, das Gesetz betreffend. Äußere Rechtmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit einer Handlung, ihre Übereinstimmung mit dem Gesetz ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben. Moralität. Handlung als besondere Qualität einer Willensentscheidung, bei der die Idee der Pflicht aus dem Gesetz zugleich die Triebfeder der Handlung ist. Kant lässt grüßen. Es gibt grundsätzlich mehrere Betrachtungen über Ursprung und Geltung des Rechts. Wir lernen zwei kennen. Positives Recht. Innerhalb einer Gesellschaft gültiges, gesetztes Rechtssystem. In der Regel schriftlich kodifiziert. Naturrecht. Ein dem positives Recht übergeordnetes Recht. In letzter Instanz war das natürliche Gesetz, Lex Naturalis, auf die göttliche Schöpfung begründet. Insbesondere im christlichen Mittelalter. In der Neuzeit lautete die Frage hingegen, wie kann die Verbindlichkeit eines Naturrechts, jus naturale, ohne Bezug auf eine geoffenbarte Wahrheit begründet werden? Das ist der Hintergrund. Eine göttliche Entität lässt sich gar nicht objektiv beweisen. Daher ist der Bezug auf eben diese theoretisch unbefriedigend und schlichtweg nicht zielführend. Daher wurde erstmals von Thomas Hobbes die Idee des Naturzustandes entwickelt. Naturzustand, Status Naturalis. Zustand ohne staatliche Rechts- und Sicherheitsgarantien, so bei Thomas Hobbes. Oder vorgeschichtlicher Zustand des Menschengeschlechts, so bei Rousseau. Oder Illustration für Begründung der Geltung elementarer Rechtsprinzipien, somit Fiktion. So etwa bei Kant und Rawls. Das Recht hat in der Regel zwei Ziele, Gerechtigkeit oder Rechtssicherheit. Aber was passiert, wenn beide in Konflikt zueinander stehen? Dieser Frage geht Gustav Radbruch nach. Lies dir seine Überlegungen durch und fasse die Kernaussagen zusammen. Einigen Rechtsphilosophen zufolge besteht das Recht auf Widerstand, wenn die Legitimität eines politischen Systems nicht mehr gegeben ist. Die Legitimität bezieht sich auf die politische Herrschaft bzw. ihre Rechtmäßigkeit. Seit Thomas Hobbes wird die Legitimität eines Staates auf Grundlage des Kontraktualismus, Gesellschaftsvertrag, gesetzt. Widerstand ist somit das politische Verhalten, das sich gegen eine als bedrohlich oder nicht legitim empfundene Herrschaft richtet. John Rawls geht in seinem Werk A Theory of Justice der Frage nach, welche Gerechtigkeitsgrundsätze die Personen in einem Naturzustand wählen würden. Wie sollten Grundrechte und Pflichten bestimmt sowie die gesellschaftlichen Güter verteilt werden? Als rein theoretisches Gedankenexperiment dient die Idee des Urzustandes, auf Englisch Original Position. Kein Subjekt im Urzustand kennt seine Stellung in der Gesellschaft, seine Klasse, seinen Status, seine natürlichen Gaben wie Intelligenz und Körperkraft oder gar seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation. Die Grundsätze der Gerechtigkeit werden hinter einem Schleier des Nichtwissens festgelegt, auf Englisch Veil of Ignorance. Das gewährleistet, dass durch Zufälligkeiten der Natur niemand bevorzugt wird. Die zu formulierende Gerechtigkeit wäre folgerichtig eine Gerechtigkeit als Fairness. Die Verfassung, das Gesetzgebungsverfahren sowie weiteres orientieren sich an den vereinbarten Gerechtigkeitsgrundsätzen. So lauten die beiden Grundsätze der Gerechtigkeit.
Zu den Freiheiten zählen Rede- und Versammlungsfreiheit, Gewissens- und Gedankenfreiheit sowie die persönliche Freiheit. Des Weiteren die Unverletzlichkeit der Person sowie das Recht auf persönliches Eigentum und der Schutz vor willkürlicher Festnahme und Haft. Die Grundsätze stehen in einer lexikalischen Ordnung. Der erste Grundsatz steht über den zweiten. Interessant ist Rawls Bemerkung, dass die Gerechtigkeitsgrundsätze kategorischen Imperativen entsprechen. Dennoch diese gelten für freie Vernunftwesen und setzen keine besonderen Wünsche oder Ziele voraus.